Ein Haussegment wird auf einem Spezialanhänger zum Aufstellort gezogen. B- und E-Führerschein und ein Zugfahrzeug für 3,5 Tonnen Anhängelast reichen aus. Dieser 2,5 Tonnen Elektrobagger wurde auch mit einem PKW-Anhänger zum Aufstellort gefahren. Jetzt werden die Fundamentschrauben eingedreht. So nahe am Fluss empfehlen wir unbedingt Option Venezia. Mit Option Venezia ist das Haus schwimmfähig. Die Fundamentschrauben dienen als Ankerplatz. Der Spezialanhänger hat einen eigenen Antrieb, um das Haussegment genau über den Fundamentschrauben in Position zu bringen. Unten nahe Salzburg in Österreich im Jahr 2025. Jedes Haus hat 60 Photovoltaikmodule mit 575 Watt Peak, das sind 34,5 Kilowatt pro Haus. Jeder Carport ist mit 5 Kilowatt Photovoltaik überdacht. Eine geheizte Garage spart Strom bei Elektroautos, ist aber teurer als ein Carport. Dieses Gazebo ermöglicht Feiern im Freien und ist eine weitere Gelegenheit für noch mehr Photovoltaik. Wir betreten das Wohnzimmer über die Terrassentour. An der Westseite des Wohnzimmers befindet sich ein Kinderzimmer mit einem aus dem verschiebbaren Wandmöbelelement herausklappbaren Bett. An der Ostseite des Wohnzimmers befindet sich ein weiteres Kinderzimmer. Schon die Standardversion empfehlen wir für Familien mit bis zu 2 Kindern. Das Wandmöbelelement gleitet auf in der Decke integrierten Schienen fast 2 Meter nach Westen. Auch an der Ostseite des Wohnzimmers gleitet ein Wandmöbelelement auf in der Decke integrierten Schienen fast 2 Meter nach Osten. Jetzt hat das Wohnzimmer seine maximale Größe erreicht und ist bereit für eine Party oder Familienfeier. Weiter geht es in das Vorzimmer. Das Schlafzimmer, nicht im Bild, die integrierte Schrankwand über die gesamte Breite von 294 cm. Die Essküche mit 4 Plätzen zum Essen. Das Badezimmer mit Badewanne auch zum Duschen. Der Keller ist ein sehr teurer Aufbewahrungsort für all die Dinge, die wir bereit sind, nach dem nächsten Hochwasser wegzuwerfen. Wir haben den Keller geschrumpft. An der Seite des Hauses befinden sich 12 Schubladen, jeweils 230 cm tief. Jede Schublade hat über 800 Liter Volumen. Auf der anderen Seite des Hauses sind weitere 12 Schubladen. Alle zusammen über 20 Kubikmeter, um all ihre Dinge übersichtlich und gut geschützt aufzubewahren.